Hallo Leute, ciao von Andrea Unger. Heute Forex. Was ist meine Meinung über Forex? Ich empfehle, dass du abonnierst beim Kanal. Es gibt schon andere Beiträge über Forex, Forex Brokers, CFDs und so weiter. Und vielleicht kommen noch weitere. Da weißt du sofort, ob etwas Neues kommt. Aber okay, los mit Forex. Was ist passiert mit Trading und Forex. Es ist ein bisschen wie, wir sind jetzt hier in Lockdown wegen der Coronavirus-Geschichte und ich habe eine Reklame gelesen über eine Möglichkeit, Unlimited Gigas für Internet zu bekommen, damit man zu Hause weiter mitmachen kann bei der Schule mit Online-Videokonferenz, Telcos und so weiter. Aber hier mit meiner Kabelverbindung habe ich schon Unlimited Gigas. Und es scheint, also das Unlimited Giga ist ein bisschen verbunden mit den Leuten, die mit dem Handy browsen und surfen. Und also es scheint, dass diese Masse, die über Internet wissen, wegen Handy, denken, dass jetzt, das ist die Tatsache. Handy, surfen, Internet. Okay, und die haben vergessen, dass es eine andere Internetwelt gibt, die Kabelverbindung, die man zu Hause hat, die schon mit Unlimited Gigas kommt und so weiter. Und es ist genau so beim Forex. Forex und MetaTrader haben irgendwie die Welt vom Trading so gezeigt, wie wenn es nur jene Welt wäre. Okay. Die Leute, meiste Leute, die heute beim Trading sich beschäftigen oder Spaß haben, die denken, dass alles, was über MetaTrader und Forex oder CFDs geht, ist alles, was zu Trading gehört. Die wissen nicht mehr, dass es eine andere Trading-Welt gibt, die vorher da war und die auch später noch da sein wird. Also die denken, dass alles über Market Makers geht, die denken, dass eine Position kann man nicht reversieren, sondern nur hedgen und andere Sachen, die jetzt typisch bei MetaTraders sind. Wichtig ist, ich habe nichts gegen Forex persönlich. Ich habe auch Forex empfohlen, wenn man kleinere Kontos öffnen will, nicht wegen der Möglichkeit, hohe Hebel zu haben, sondern weil Forex die Möglichkeit gibt, die Position so klein wie notwendig runter zu skalieren. Das ist wichtig, das kann man bei Futures nicht und auch bei Aktien nicht, weil bei Aktien im Fall wären dann die Kommissionen, die Gebühren zu hoch im Vergleich zu der kleinen Position. Okay, also nichts persönlich gegen Forex. Was aber gefährlich ist in Forex, ist, dass es zu einfach ist, in Forex zu handeln. Es ist zu einfach, ein Konto zu öffnen und direkt in die Märkte zu springen. Und keine Barrieren, keine Schwierigkeiten, damit man sich ein bisschen ausrüstet, bringt dann zu normalerweise Probleme wie Verluste, eine Tatsache sind im Trading. Und eine andere Sache, und da wird jemand vielleicht böse werden, mehrere Gurus, die draußen sitzen im Trading, die sich als FX-Trader, FX-Long-Term-Investor, FX-Guru vorstellen, an den glaube ich leider nicht. Die meisten, glaube ich, sind nur ein Blablabla. Warum denn? Es ist eine natürliche Evolution, wenn man startet, wenn man größer wird, dass man auf andere Märkte geht. Das ist normal. Es ist normal, weil man unterschiedliche Diversifikationsmöglichkeiten braucht. Die findet man im Forex nicht. Es gibt mehrere Forex-Pairs und so weiter, Währungen sind mehrere. Aber trotzdem, glaub mir, die Diversifikation, die man in den Futures-Märkten oder in den Aktien findet, findet man im Forex leider nicht. CFDs, da kann man Diversifikation finden, aber die CFDs in der Tatsache sind wesentlich teurer als Aktien und Futures. Es ist klar, dass wenn man klein handeln will, dann ist es
ist gut. CFD gibt dir die Möglichkeit, es bietet dir die Möglichkeit, so klein wie du brauchst, zu handeln. Und diese Möglichkeit zahlst du. Das Angebot von dem Broker musst du zahlen. Das ist klar. Pauschal. Kein Problem. Auch wenn du groß bist, dann brauchst du diese Möglichkeit nicht mehr. Das brauchst du nicht mehr. Also, warum soll ich dort weitergehen? Warum soll ich etwas Teures zahlen in einem unregulierten Markt sogar noch, wo es gefährlicher ist zu handeln, wenn ich ganz ruhig Futures oder Aktien handeln kann? Das ist nicht klar. Und ich muss klar sagen, die meisten Gurus, die sich als FX-Experten vorstellen, die sind nur Scams. Das sind nur Leute, die dort versuchen zu fischen, wo es mehrere Fische gibt. Weil es dort einfacher ist, Leute zu finden. Ich verspreche dir Reichheit über Forex, wie ich reich geworden bin. Vielleicht auf meiner Maserati. Und das ist es. Es gibt auch gute. Aber jetzt gibt es mehrere, die auf Bitcoin oder Cryptocurrency Experten sind. Die sind fast schon verschwunden, aber im Prinzip ist es ziemlich egal. Okay? Die kommen dort, wo die Leute etwas hören wollen, was sie magen, was dann leider nicht die Wahrheit ist. Dann, also, wenn es nicht so einfach wäre, anfangen zu traden, wenn man eine größere und wichtigere Ausbildung bräuchte, wie es in der Tatsache ist, wenn man eine bessere Struktur bräuchte, dann wären die meisten, die nur so, weil sie Lust haben zu traden, die wären weg. Die Motivation wäre nicht hoch genug zu starten und die würden Verluste vermeiden, aber da wären nur noch die Bestmotivierten dabei. Das gefällt natürlich an der Industrie vom Trading nicht, weil der Broker will mehrere Traders, die mitmachen, das ist ja klar. Dann noch, es gibt Statistiken über unterschiedliche Brokers, die zeigen, wie hoch Prozentsatz von profitablen Kontos bei ihnen sind. Und das kannst du auf Google suchen, das ist ziemlich einfach. Da sieht man, dass im Schnitt sind die meisten FX Retail, FX und CFD Retail Kunden mit einer Quote von ungefähr zwischen 20 und 35%. Die sind profitabel. Das ist vielleicht mehr, was du glaubst. Die meisten sagen ja nur 5% verdienen. Nein, das ist besser. 20 bis 35 im Schnitt. Aber wenn wir zu einem Broker gehen, der mehr strukturiert ist, wo Konto höher sein müssen, damit du mitmachen machst und wo du auch normalerweise die Möglichkeit hast, mit komplizierteren, sagen wir, Tools zu arbeiten. Und das ist Interactive Brokers, wo ich arbeite. Dort FX, CFDs, die Retail-Kunden sind profitabel fast zum 50%. Erstes Quartal 2020 war es nur ungefähr 42%, aber in der Vergangenheit waren sie normalerweise zwischen 45% und 50%. Das heißt, fast die Hälfte sind profitabel. Und nicht, weil Interactive Brokers besser ist als Qtrade zum Beispiel, die Leute mag ich. Nein, einfach weil die durchschnittlichen Kunden dort sind so ein höheres Trading-Niveau wegen eigene Ausbildung im Trading. Das ist die traurige Wahrheit. Es ist manchmal zu einfach, zum Forex-Handel einzusteigen. Und das ist das Problem bei den meisten. Auch wenn wir jetzt mal die Trading-Weltmeisterschaft schauen, okay? Workout Trading Championships, da kannst du auch suchen und du findest, dass dort normalerweise die Top 5 im Futures-Bereich bessere Ergebnisse haben als die Top 5 im Forex-Bereich. Und das kann man in zwei Wege erklären. Einmal ist, die Futures-Trader sind einfach besser trading-wise als die Forex-Traders, und das kann sein. Zweite Erklärung ist, Future-Märkte bieten bessere Möglichkeiten zu verdienen als Forex-Märkte. Ich glaube, dass die beide wahr sind. Okay. Warum beide? Das ist meine eigene Erfahrung. Wie gesagt, Futures sind normalerweise besser, einfach weil sie eine größere direkte Erfahrung bräuchten, hinzugehen. Also nicht, weil sie schlauer sind, nein, nur weil sie mehr studiert haben. Und zweitens, das ist meine persönliche Erfahrung,
dass es einfacher ist, in den Futures-Märkten zu handeln als in Forex. Warum einfacher? Weil es auch generell die Märkte, die nicht Forex sind, sondern nur CFDs, es ist billiger in Futures im Vergleich, selben Größe von den Positionen. Und generell die Diversifikation, die man in Futures findet, ist höher als in Forex. Und man hat also eine größere Möglichkeit, sich zu bewegen und richtige Ansätze dort zu live zu bringen, wo es sich lohnt. Okay? Das ist auch sehr wichtig. Es ist also einfacher. Nun, in der Ungar Academy habe ich mehrere Leute, die sich mit Forex beschäftigen. Nur mit Forex. Die sind auch profitabel. Und die Leute arbeiten einige sogar noch mit Metatrader. Okay? Das ist also nicht, ich sage nicht, Forex, oh, Gott sei Dank, machst du das nicht. Nein, Forex kann man haben. Es ist aber wichtig, dass man sich genauso gut ausbildet, wie bei allen anderen möglichen Werte, die dort dran stehen. Das ist die wichtigste Sache. Forex muss nicht eine schnelle Möglichkeit zu handeln sein. Nein, es muss ein Markt sein wie die andere. Und so muss man auch diesen Markt gut kennenlernen. Leider ist das für die meisten nicht die Hauptidee, warum sie sich mit Forex beschäftigen. Das war's, Leute. Also, ich bin nicht böse mit Forex. Vielleicht ist jemand von den Gurus, FX-Gurus, jetzt böse mit mir. Ist mir egal. Und wenn du etwas mehr wissen willst über Trading, automatisierte Trading und so, was ich mache und so, dann kannst du da unten am Link in der Beschreibung etwas mehr finden als Info. Bitte, Kommentare sind willkommen hier unter dem Video, werde ich gerne lesen, auch wenn du der Meinung bist, dass ich alles falsch verstanden habe, dass ich keine Ahnung habe, es ist okay. Also ich habe schon genug gesehen in diesen Märkten, sodass ich ziemlich sicher bin, um was ich gesagt habe, aber ich bin offen zu Kommentare, die positiv oder negativ sind. Wir sind da. Ciao Leute, bis nächstes Mal. Ciao von Andrea Ungar.